Diese Geschichte ereignete sich vor ein paar Jahren, als ich aufs College ging. Zwei Mädchen aus dem Ort, mit denen ich einige Kurse zusammen hatte, waren als vermisst gemeldet worden. Beide hatten braune Haare und blaue Augen. Während dieser Zeit lud mich einer meiner Kommilitonen, nennen wir ihn James, zu sich nach Hause ein. Ich kannte ihn nicht besonders gut, doch da ich ein offener Mensch bin, gab ich ihm trotzdem eine Chance und sagte zu. Als das geplante Treffen näher rückte, fragte ich meine Freundin Grace, ob sie während des Dates im Auto vor dem Haus warten könnte, so würde ich mich sicherer fühlen. Gott sei Dank, sagte sie ja. Grace machte viel Kampfsport, also gab mir ihre Anwesenheit eine gewisse Sicherheit. Der Samstag kam und ich besuchte James. Alles lief gut, wir unterhielten uns über das College, als wir plötzlich ein aus dem Keller hörten. Ich fragte James, woher dieses merkwürdige Geräusch kam. Doch er antwortete, ich habe keine Ahnung. Irgendwann ging James nach oben, um etwas zu holen. Dies war meine Chance, den Geräuschen aus dem Keller auf den Grund zu gehen. Im Keller angekommen sah zunächst alles ganz normal aus. Doch dann fiel mir eine Tür unter der Treppe auf, die von außen mit einem Schloss verriegelt war. Was ich dort sah, verfolgt mich bis heute. Dort saßen die beiden Mädchen, die überall gesucht wurden. Ich erkannte ihre braunen Haare und blauen Augen sofort. Ihre Hände und Füße waren gefesselt. Außerdem war ein Seil um ihre Taillen gewickelt. Einer von ihnen war der Mund mit Klebeband zugeklebt worden. Die andere war mit einem Stück Stoff geknebelt. Ich schnappte nach Luft und begann sofort, die Fesseln zu lösen. Plötzlich wurde mir schwindlig und ich verlor das Bewusstsein. Als ich wieder aufwachte, war ich auf dieselbe Weise gefesselt wie die anderen beiden. Außerdem war auch mein Mund mit Klebeband bedeckt. Zunächst versuchte ich, die Handfesseln eines der Mädchen aufzuknoten, doch ich schaffte es nicht. Bald fiel mir ein, dass Grace draußen auf mich wartete, und ich beschloss, auf ihr Eingreifen zu warten. Es dauerte etwa 30 Minuten, bis wir Grace im Obergeschoss nach mir fragen hörten. Wir versuchten trotz unserer Knebel so laut zu schreien wie möglich. Grace fragte James, ob sie im Keller nachschauen könnte, und die beiden kamen herunter. Nachdem Grace die Tür geöffnet hatte, versuchte James, sie zu betäuben, doch sie schaffte es, ihn zu entwaffnen und schlug ihn bewusstlos. Dann befreite sie uns und wir riefen die Polizei. Manchmal muss ich immer noch darüber nachdenken, was wohl passiert wäre, wenn ich Grace nicht gebeten hätte, draußen zu warten, oder wenn Grace es nicht geschafft hätte, James zu entwaffnen. Alles begann mit einem Klopfen an der Tür. Es war etwa 22 Uhr. Die Küche lag direkt neben der Haustür, sodass ich den Vorgarten sehen konnte. Ich schaute aus dem Fenster und sah einen maskierten Mann, der direkt auf die Tür schaute. Das Licht erlosch. Der Mann, der dort gestanden hatte, war verschwunden. Aber ich hörte, wie die Fenster klapperten. Ein Schauer lief mir über den Rücken und ich begann, um mein Leben zu fürchten. Ich lernte damals an der Durham Regional Police Academy, um in Zukunft Polizeibeamter zu werden. Im Zimmer meiner Eltern legte ich also meine Waffe, ein RCMP Modell 3432, in den Safe, in dem sie sonst Geld aufbewahrten. Meine Mutter, die ähnlich verängstigt war wie ich, schlug vor, zum Haus meines Onkels über den Hinterhof zu fliehen, welches nur 3 Blöcke entfernt lag. Doch an der Glasschiebetür des Hinterhofs erkannte ich eine männliche Silhouette. Diese hielt ein Messer in der Hand. So beschlossen meine Mutter und ich, uns im Keller zu verstecken, da dort das Schloss am sichersten war. Mit den Küchenmessern in der Hand verkrochen wir uns dort. Meine Mutter weinte, doch ich beruhigte sie, dass alles gut werden würde. Es verging eine Stunde, in der wir einfach nur dalagen, aber keine Geräusche hörten. Mein Vater müsste jetzt zu Hause sein, dachte ich mir. Wir gingen vorsichtig aus dem Keller und sahen nichts. Da erinnerte ich mich an die Waffe, die ich in den Safe gelegt hatte. Ein schlechtes Gewissen überkam mich, wenn ich an meine Ausbildung als Polizist dachte, die mich lehrte, in solchen Fällen zu ermitteln. Ich kannte den Code für den Safe nicht, also öffnete meine Mutter ihn und ich holte meine Waffe heraus. Zusammen mit meiner Mutter, die ein Küchenmesser hielt, untersuchten wir jedes Zimmer, um nach Einbruchsspuren zu suchen. Doch wir fanden nichts und schlossen daraus, dass es sich um einen Kinderstreich handeln musste. Allerdings war das Fenster des Waschraums meiner Schwester aufgebrochen. Und so machte sie sich weiterhin Sorgen, denn beide meiner Schwestern waren zum Ende des Jahres zu einem Campingausflug aufgebrochen.
Wir schliefen also zusammen im großen Schlafzimmer meiner Eltern. Die Waffe stets neben mir. Sie fragte mich, wo mein Vater war. Der hat bestimmt viel Arbeit, sagte ich ihr. Gegen 2 Uhr wachte ich mit den Schreien meiner Mutter auf. Sie stand vor dem Schrank und etwas daraus schnappte nach ihr. Mit zittrigen Händen griff ich nach meiner Pistole und zielte auf den Schrank. Da würgte mich etwas hinter mir. Ich verdrehte seinen Arm und richtete die Waffe auf ihn. Der Mann, der meine Mutter festhielt, richtete ein Messer auf sie. Aber ich schoss auf seine Hand. Ich trat und er ließ das Messer fallen. Schnell konnte meine Mutter es aufheben und so richtete ich meine Waffe auf beide Männer. Ich sagte meiner Mutter, sie solle das Signal und Stromkabel überprüfen. Sie beeilte sich, dies zu tun. Wenig später ging das Licht wieder an und auch auf dem Telefon leuchteten Benachrichtigungen auf. Vorsichtig nahm ich es hoch und wählte den Notruf. Meine Mutter rief währenddessen meinen Vater an. Ich riss dem Mann die Maske vom Gesicht. Er musste um die 40 Jahre alt sein. Ein Bart zierte sein Gesicht. Als ich nun auch die zweite Maske des anderen Mannes entfernte, sah ich geschockt in das Gesicht des ehemaligen besten Freundes meines Vaters. Er und mein Vater standen sich sehr nah. Durch Drogengeschäfte hatten sie auseinandergetrieben. Mein Vater hatte die Veränderung gesehen und brach den Kontakt ab, als er merkte, dass dies schlecht für ihn war. Wutentbrannt hatten ihn Tony und dessen Freunde daraufhin verprügelt. Als mein Vater nach Hause kam, machte er sich direkt auf den Weg zur Polizei, um ihn anzuzeigen. Folglich sagte er auch vor Gericht gegen ihn aus, woraufhin dieser wegen illegalen Drogenkonsums zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. 16 Jahre waren seither vergangen. Doch mir war nicht klar, wieso er hierher gekommen war und wieso er ausgerechnet uns bestehlen wollte. Die Polizei kam und nahm beide Täter fest. In ihrem Auto fand die Polizei mehrere Waffen. Dann ging die Polizei zum Büro meines Vaters. Doch der war nicht da, denn er hatte sein Büro schon vor 5 Stunden verlassen. Meine Mutter und ich ahnten nichts Gutes und weinten bitterlich um ihn. Schließlich fand man seine Leiche. Eingewickelt in einem Sack, am nächsten Tag in einem Mülleimer. Kurz darauf kamen auch meine beiden Schwestern zurück. Wir trauerten um unseren Vater, für den wir kurz darauf eine Beerdigung abhielten. Tony wurde mit seinem Komplizen zu Tode verurteilt. Es fällt mir immer noch schwer, über diesen Vorfall hinwegzukommen. 3 Wochen nach dem Vorfall bauten wir den Keller um und vermieteten ihn. Des Weiteren konnte ich in Teilzeit im Supermarkt arbeiten. Meine Mutter und meine Schwester arbeiteten für eine Bekannte von uns, die einen Kleiderladen besaß. So war es uns möglich, das Haus zu behalten. Seit ungefähr 10 Jahren arbeite ich nun als Polizeibeamter bei der Durham Regional Police. Mittlerweile habe ich ein neues Haus gekauft mit Garagen für meine Schwester, meine Mutter und mich. Das alte Haus haben wir mittlerweile vermietet. Ich bin nun 28 Jahre alt und heirate dieses Jahr. Mein Vorgesetzter teilte mir mit, dass ich Polizeichef der Durham Regional Police werden könnte. Alles läuft großartig, doch trotzdem wünsche ich mir wehmütig, dass mein Vater das sehen und mich in den Arm nehmen könnte.